Ich rufe auf den Punkt 8 der Tagesordnung, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der FDP für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch mit 50, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Landeselternvertretung der Kindertageseinrichtungen 1956, 24 und 1948, 96. Das Wort hat der Kollege Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP aus Seligenstadt. So, ich wünsche euch alles Gute. Nach dieser Geschäftsordnungsdebatte jetzt zurück zu Inhalten. Ich hoffe, dass es eine gewisse Beruhigung jetzt gibt, damit wir auch Zeit und Muße haben, Kollegin Wissler, diesem wichtigen Thema zu folgen, aus unserer Sicht wichtigen Thema, aber ich glaube auch für alle Fraktionen hier im Hessischen Landtag wichtiges Thema. Worum geht es? Die Freien Demokraten möchten vorschlagen und schlagen hier in Form eines Gesetzentwurfs vor, dass es künftig auch in Hessen eine Landesvertretung der Kita-Eltern unseres Landes gibt. Analog zu den Schuleltern sollen auch die Eltern der Kitas eine Stimme und eine Möglichkeit der Teilhabe an dem politischen Prozess in einer formalen Struktur haben. Warum ist das notwendig? Und warum ist dieses Verfahren, wie wir es gewählt haben, notwendig? Das Verfahren ist notwendig, um dieser Kita-Elternvertretung auch eine Legitimität zu geben, damit sie ernsthaft für die Eltern aller Kitas in Hessen sprechen können, um ihnen Gewicht zu geben, damit sie ernst genommen werden mit dem, was sie hier vortragen. Warum ist es grundsätzlich wichtig, dass Eltern diese Möglichkeit bekommen? Es hat sich gezeigt, dass das Thema Kita, frühkindliche Bildung, Betreuung eine große und wichtige Rolle zukünftig hier im Hessischen Landtag und der hessischen Politik einnehmen wird. Das wird nicht mit einem Gesetzentwurf der Landesregierung im April beendet sein. Dieser intensive Prozess, wie können wir für unsere Kinder und wie können wir für die Familien in Hessen die beste Politik machen, dazu brauchen wir auch als Politik einen Gesprächspartner. Und darum, glaube ich, ist es wichtig, dass dieser Gesetzentwurf, den wir heute eingebracht haben, gut angehört wird. Wir werden gerne bereit sein, alle Anregungen aufzunehmen aus dem Prozess, um dann hier eine Regelung zu treffen. Was sind die drei Punkte für uns, die dieser Beirat der Eltern, der Kita-Eltern nach Möglichkeit erfüllen soll? Er soll als erstes einmal die Lobbyvertretung der Eltern sein, bei den Trägern und in der Politik. Die wichtigen Interessen der Kinder in unseren Kitas brauchen eine Lobby. Sie brauchen eine Stimme, und zwar eine laute, durchsetzungsfähige Stimme. Sie sollen zudem im Landesjugendhilfeausschuss beratend mit dabei sein, damit sie auch dort schon frühzeitig in die Interessen und die Entwicklung von Vorgaben, Verordnungen eingebunden sind. Wir wollen als Zweites, dass sie eine Interessensvertretung sind, dass sie bei Anhörungen, bei Gesetzen vom Ministerium automatisch eingebunden werden. Und wir wollen drittens, dass künftig dieser landesweite Elternbeirat die Möglichkeit bekommt, im Sinne der Regelung von § 27 Absatz 3 Satz 2, also der Beteiligungsrechte der Eltern, Schulungen durchzuführen, Weiterbildung für die Eltern zu organisieren, und zwar von Eltern für die Eltern, wo sie sich natürlich Träger bedienen, um das umzusetzen. Das sollen die Eltern nicht selbst machen, sondern sie sollen sich überlegen, was soll interessanterweise dort als Fortbildung angeboten werden und die Möglichkeit haben, indem sie Dritte beauftragen, die Eltern noch weiter voranzubringen bei der Frage, wie können sie ihre Rechte sinnvoll und richtig wahrnehmen. Jetzt könnte man sagen, warum habt ihr das so detailliert geregelt? Jetzt kommt ein Stück weit Lebenserfahrung hinzu, die ich hier bei Gesetzgebungsverfahren gemacht habe. Bei solchen grundsätzlichen Themen sollte der Hessische Landtag nicht einem Ministerium auf dem Verordnungswege die genaue Regelung machen lassen. Wir haben das, lieber Kollege Grüttner, beim Heimgesetz oder in anderen Gesetzen gesehen,
Das hat eine gewisse Eigendynamik, die dann am Hessischen Landtag sehr schnell vorbeigeht. Ich glaube, bei der Austarierung des Gewichtes der Elternbeiräte für Kitas hier in Hessen sollten wir als Hessischer Landtag selbstbewusst genug sein, um hier eine dauerhafte Regelung klar nachvollziehbar zu treffen. Und natürlich, der letzte Punkt, der mir noch wichtig ist, das kostet etwas Geld. Wir möchten gerne, dass der Kita-Beirat der Eltern hier in Hessen analog zum Schulgesetz § 154 auch eine Finanzierung erhält, natürlich im Rahmen der normalen Haushaltsberatung und im Rahmen der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel mit all dem, was dranhängt. Das haben wir ja auch bei den Schuleltern schon das ein oder andere Mal besprochen. Ich bitte darum, gerade wenn wir die frühkindliche Bildung, die Betreuung von Kindern in unserem Land so wertschätzen, wie wir das jetzt die letzten zwei Tage hier ja von allen Seiten gehört haben. Nehmen Sie die Eltern mit, geben Sie den Eltern eine Stimme, nehmen Sie die Interessen der Eltern ernst, begleiten Sie unseren Gesetzentwurf positiv und konstruktiv, und vielleicht finden wir am Ende auch eine Lösung gemeinsam, dass solch ein Gesetz mit diesen Zielen, die ich skizziert habe, auch in Hessen schnellstmöglich umgesetzt wird. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr Bocklet gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir danken der FDP, dass sie dieses Thema aufgebracht hat. Auch wir sind der Auffassung, dass eine Landeselternvertretung in fast nahezu allen thematischen Bereichen eine sinnvolle Ergänzung ist zur Landespolitik. Auch wir in der Landespolitik sind immer wieder darauf angewiesen, dass wir dort organisierte Interessenvertretungen haben. In diesem Ziele sind wir insofern einig. Und der Gesetzentwurf wirft dieses Thema noch einmal auf und bringt ihn in die Diskussion. Soweit können wir da mitgehen. Wir wollen die Beratung und die Anhörung abwarten, wie dort die Diskussion zu verlaufen. Ich möchte Ihnen einen aktuellen Stand für meine Fraktion heute sagen. Ich glaube, dass es anders als bei den Schulelternvertretungen, dass wir in Kinderelternvertretungen noch nicht die Grundlagen dafür haben, dass es schon für ein Gesetz reicht. Ich glaube, dass tatsächlich viele Städte und Gemeinden noch keine eigenen Elternvertretungen haben, dass sozusagen der Unterbau dafür fehlt, der eine demokratisch legitimierte Landesvertretung erreichbar macht. Deswegen wollen wir das noch einmal genau durch den Kopf gehen lassen, ob das in dieser Stunde, also heute, schon sinnvoll wäre, so ein Gesetz zu verabschieden. Aber es soll zwischen uns kein Dissens entstehen. Ich glaube, dass das Endziel richtig ist. Wir wollen tatsächlich, dass es auch in diesem Bereich eine Landesvertretung gibt. Wir wissen, dass es heute schon eine Landesarbeitsgemeinschaft gibt, die sich zu den Themen einbringt, die eine gute Lobby ist, die an dieser Stelle auch zu loben ist, die wir auch an dieser Stelle auch noch einmal gerne mit unterstützen wollen, dass das auch landesweit flächendeckend so kommen wird, dass in Gemeinden und Städten solche verfestigten Strukturen entstehen, aus deren wiederum dann auch eine Landeselternvertretung entsteht. Sie sehen uns relativ ergebnisoffen. Ich zweifle im Moment, ob das dieses Jahr schon tatsächlich der gelungene Zeitpunkt ist. Dann hätte man Fürst ohne Reich, um mal so in diesem Bild zu bleiben. Aber wir sollten alle gemeinsam daran arbeiten, dass es uns gelingt, eines Tages auch in diesem Bereich eine verankerte Landeselternvertretung zu haben. Weit liegen wir da nicht auseinander. Es ist manchmal in der Politik eine Frage, ist das der richtige Zeitpunkt schon, wenn noch bestimmte Voraussetzungen fehlen. Ansonsten bin ich auf die Beratung gespannt. Ich danke Ihnen. Danke, Herr Bocklet. Für die CDU-Fraktion hat sich Frau Ravensburger zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Rock! Mein Kollege Markus Bocklet hat eben schon erwähnt, dass auch wir sehr offen sind gegenüber dem Vorhaben, eine Landeselternvertretung für die Kindertagesstätteneltern hier in Hessen zu haben. Meine Damen und Herren, die hessischen Kindertagesstätten haben sich in den letzten 10, 15 Jahren ja grundlegend geändert. Sie haben sich zu umfassenden Betreuungs- und Bildungseinrichtungen gewandelt.
und der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan von 0 bis 10 hat dieser Entwicklung Rechnung getragen. Unsere Kindertagesstätten sind heute wichtige Partner der Eltern. Sie arbeiten mit ihnen zusammen zu Wohle der Kinder in einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft. Eltern sollten auch deshalb in die Entscheidung der Kitas mit einbezogen werden. Mit Wirkung, Beteiligung und Anhörung der Eltern halten auch wir für ein unterstützenswertes Anliegen. Und deshalb haben wir auch die Pflicht zur Wahl eines Elternbeirates im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetz. Herr Rock hat in § 27 im HKJGB erwähnt. Dort haben wir es verankert. Und das hat auch erfreulicherweise dazu geführt, dass in vielen hessischen Einrichtungen erstmals eine Elternvertretung gewählt worden ist. Jetzt geht es darum, wie man die Elternvertretung über die einzelnen Einrichtungen hinaus vernetzen kann, wie man Strukturen auf kommunaler, Kreis- und Landesebene schaffen sollte. Und wir halten es auch für richtig, dass die Elternvertretungen auch auf kommunaler, auf Kreis- und Landesebene ihre Interessen vertreten können sollten. Und deshalb finden wir es auch richtig und konsequent, und wir würden es sehr begrüßen, wenn sich diese Strukturen bilden würden. Ich habe auch das Gefühl, dass es hierüber in diesem Haus Einigkeit gibt. Und jetzt haben wir einen Ansprechpartner. Wir haben eine Initiative in Hessen, die das umsetzen will. Und wir haben auch bereits mit Ihnen gesprochen. Es ist die Arbeitsgemeinschaft der Kita Eltern Hessen. Wir waren beeindruckt von den Initiatorinnen, die mit viel Herzblut angetreten sind. Sie wollen diese Vernetzung der Elternvertretung über die Ebenen der einzelnen Kindertagesstätten hinaus auf Kreis- und Landesebene schaffen. Und sie haben uns erläutert, dass sie langfristig, ich betone langfristig, das Ziel verfolgen, eine legitimierte Landeselternvertretung zu installieren, analog zur Schule. Und genau dieses Anliegen wollen wir unterstützen, denn wir dürfen sie auch nicht überfordern. Deshalb über den Weg, wie das Anliegen dieser Kita-Eltern umgesetzt werden sollte, das sollten wir diskutieren. Die FDP und auch die SPD in ihrem Gesetzentwurf haben einen Weg für sich entschieden. Ob das jetzt zunächst über eine gesetzliche Regelung erfolgen will, das glauben wir im Moment noch nicht. Denn wir sind überzeugt, dass es nicht reicht, nur ein Gesetz zu schaffen, sondern wir müssen einen gemeinsamen Weg suchen, wie die Elternvertretungen auf verschiedenen Ebenen auch umgesetzt werden können. Und wir waren uns deshalb im Gespräch mit den Kita-Eltern darüber einig, dass wir zunächst einmal Strukturen brauchen, damit wir dann auch eine legitimierte Landeselternvertretung einsetzen können. Und deshalb will ich an dieser Stelle noch einmal betonen, worum es eigentlich geht. Es geht darum, dass wir Elternbeiräte in 4.211 hessischen Kinderkrippen, Tagesstätten und Horte haben, die vernetzt werden sollen. 4.200 Elternbeiräte, die die Eltern von 258.000 Kindern in Hessen vertreten. Es geht darum, statt Elternbeiräte, wie sie vereinzelt schon in Frankfurt gibt, zum Beispiel in Frankfurt gibt, die Kreiselternbeiräte zu bilden und diese dann schließlich die Landeselternvertretung wählen sollten. Und wenn Sie sich diese Zahlen vor Augen halten, dann wird schnell klar, dass es eine Herkulesaufgabe ist, die diese Elterninitiative nicht allein stemmen kann. Und zu bedenken ist dabei auch, dass wir es mit einer sehr breiten Trägerlandschaft in Hessen haben, was wir auch für sehr, sehr gut halten und worauf wir in Hessen stolz sein können. Wir haben die kommunalen, wir haben die kirchlichen Träger, aber natürlich auch die freien Träger. Und darauf sollten wir Rücksicht nehmen. Und deshalb kann auch das Land das nicht einfach ordnen. Ich freue mich deshalb, dass der hessische Sozialminister Stefan Grüttner, der auch mit den Eltern gesprochen hat, eine Landesförderung hier in Aussicht gestellt hat, um eben die ehrenamtliche Arbeit der Elterninitiative zu unterstützen, dass die eine Servicestelle bilden können, um von dort aus die Strukturen aufzubauen und den hessischen Eltern eine Plattform zum Austausch zu bieten.
Meine Damen und Herren, deshalb will ich abschließend noch einmal zusammenfassen. Wir stehen hinter dem Anliegen der Eltern. Wir stehen hinter dem Anliegen, Strukturen zu schaffen, Elternbeiräte übergreifend von den Einrichtungen auf allen Ebenen zu schaffen, damit sich Eltern besser austauschen können, damit sie bei der Qualitätsentwicklung unserer Kindertagesstätten in Hessen beteiligt werden, damit die Eltern bei Entscheidungen auf Kreis- und Landesebene, wie z.B. bei Gesetzesvorhaben, mitwirken können, damit die Eltern in entsprechenden Gremien mitsprechen dürfen. Und wir begrüßen, dass heute auch darüber im Hause Einigkeit steht, dass wir solche Strukturen schaffen wollen. Über die Umsetzungsschritte werden wir uns im Ausschuss weiter austauschen, und wir sehen der Anhörung mit Interesse entgegen. Danke, Frau Ravensburger. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Merz das Wort. Es ist in der Landesarbeitsgemeinschaft der Elternvertretungen zu danken, dass sie die Initiative ergriffen hat und die jetzt zu zwei Vorschlägen für eine gesetzliche Regelung zur Einführung einer Landeselternvertretung und im Falle der FDP auch zu Kreiselternvertretungen geführt hat. Von daher ist an der Bedeutung einer solchen Landeselternvertretung kann kein Zweifel sein. Dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen, was hier schon gesagt worden ist, vor allen Dingen im Lichte der Debatten, die wir ja nicht erst im Zusammenhang mit den jetzigen Gesetzentwürfen führen, sondern die wir über das KiföG geführt haben und über viele andere Dinge. Dass es eines solchen Ansprechpartners dringend bedarf, ist außer Frage. Und deswegen, Frau Ravensburg, habe ich jetzt ein bisschen kritisch die Anmerkung, dass Ihre Bemerkungen sich jetzt schon so ein bisschen nach dem Sankt-Nimmerleins-Tag anhörten. Und es kann auch keine Rede davon sein, dass wir mit der Aufgabe der Bildung einer Landeselternvertretung nun die Landesarbeitsgemeinschaft, die es schon gibt, befrachten, sondern wir müssen diese Initiative aufnehmen und müssen sehen, wie wir zu einer legitimierten Vertretung kommen. Eine legitimierte Vertretung, die in der Landespolitik etwas mitspielt, muss eine gewählte Vertretung sein. Das kann gar nicht anders sein. Das ist die einzige mögliche Form der Legitimation oder die Paradeform der Legitimation. Gäbe auch andere. Und die Frage ist jetzt, wie man dahin kommt. Wir haben sehr bewusst den Weg zunächst offen gelassen, nicht weil wir dem Sozialminister so vertrauen, sondern weil wir der festen Überzeugung sind, dass dann, wenn es soweit ist, es ein anderer Sozialminister sein wird. Aber Herr Grüttner, Sie wissen, auch zu Ihnen hätte ich in dieser Frage durchaus Vertrauen. Und weil es – jetzt lassen Sie mich doch einfach mal zwischendurch einen Scherz machen, Frau Ravensburg, und sind Sie nicht gleich so aufgeregt. Erstens, nein, weil das habe ich zur Kenntnis genommen. Deswegen habe ich Sie auch nicht angesprochen. Weil natürlich über die Frage, wie man praktisch damit umgeht, eine intensivere Diskussion, als das im Rahmen einer Anhörung möglich ist, mit den Kommunalen Spitzenverbänden, auch mit der Liga der Freien Träger, der Wohlfahrtsverbände und den anderen Freien Trägern und auch den Elternvertretungen, die es gibt, die es ja teilweise gibt, auch schon auf überbetrieblicher, hätte ich jetzt beinahe gesagt, auf Übereinrichtungsebene gibt. Weil das durchaus sinnvoll gewesen wäre. Mal gucken, wie weit wir im Rahmen der Anhörung kommen. Ein paar Dinge sind zu klären. Sie haben eine Regelung getroffen, die kann man so machen, was die Abstufung angeht. Es fehlt aber die Bezugsgröße des Kreises scheint mir fraglich zu sein. Ich stelle einmal in den Raum die Frage, ob es nicht klug wäre, eine Elternvertretung auf der Ebene der Jugendhilfeträger zu suchen. Das würde z. B. für die Stadt Gießen mit ihren ganz eigenen Strukturen, die auch eine Stadtelternvertretung für die städtischen Einrichtungen hat, ich komme zu dem Problem später noch, die ganz andere Problemlagen hat als der Landkreis, zu dem wir gehören, dass die Vernetzung und der Erfahrungsaustausch auf dieser Ebene deutlich sehr mehr Sinn macht als zwischen den Eltern der städtischen Einrichtungen und denen der Einrichtungen in den ländlichen Kommunen. Ich habe verstanden, dass der Sinn und Zweck der Übung in der Tat – und das macht bei den Landkreisen ja auch sonst keinen Sinn, keinen wesentlichen – der Erfahrungsaustausch sein soll, bei den Jugendhilfeträgern schon auch noch einmal direkt. Insbesondere da, wo der Jugendhilfeträger gleichzeitig Einrichtungsträger ist. Also darüber rege ich an, nachzudenken. Der zweite Punkt ist, ich kann noch nicht richtig erkennen,
wie die freien Träger in dieses Spiel hier einbezogen sind. Das ist noch nicht richtig deutlich. Ich kann auch noch nicht richtig erkennen, wer nach § 27a Absatz 1 verantwortlich ist für die Einberufung der Vollversammlung, in der gewählt wird. Das ist eine Frage, die muss meines Erachtens geklärt werden. Ich finde die Aufgabenzuschreibung in der Begründung wieder, wenn man aber schon relativ weit ins Detail geht und im Übrigen auch in § 27 Absatz a Absatz 3 eine Aufgabe regelt, warum man die anderen Aufgaben nicht in einem vorangestellten neuen Absatz 1 beschreibt, um was es geht, was der Charakter der Veranstaltung ist, a auf der Kreisebene, b auf der Landesebene. Das würde ich in den Gesetzestext hineinschreiben und nicht nur in seine Begründung. Aber darüber kann man reden. Und wir werden sehen, wie weit wir im Laufe der Anhörung bei der Klärung dieser Fragen kommen. Sie merken an meinen Äußerungen, dass wir mit dem Anliegen, wie nicht anders zu erwarten, weil es ja unserem Anliegen auch entspricht, übereinstimmen. Wie gesagt, ich kann mich mit Teilen dieser Regelung anfreunden, aber ich werde die Fragen versuchen, oder wir werden versuchen, diese Fragen auch noch im Rahmen der Anhörung zu erhärten. Und dann werden wir sehen, wie weit wir am Ende nach diesem Verfahren vor der zweiten Lesung sind. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Merz. Für DIE LINKE erteile ich Frau Schott das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kann mal jemand dem Kollegen Pentz ein Kissen holen, dann schläft er besser. Ich bin schon erstaunt darüber. Wo ist der denn jetzt? Den habe ich auch noch nicht gesehen heute. Wenn ich mir überlege, mit welchen wirklich eleganten Bewegungsversuchen die Regierungsfraktionen versuchen, sich von diesem Thema wegzubewegen, ohne deutlich Distanz dazu aufzubauen, dann finde ich das schon beeindruckend. Ich kann durchaus verstehen, warum Ihnen das Thema nicht so viel Spaß macht. Ich stelle mir nämlich vor, wie das gewesen wäre, wenn wir in all den Debatten um Kitas in den letzten Jahren, die wir hier geführt haben, tatsächlich immer eine gewählte und legitimierte Fraktion sitzen gehabt hätten als Anzuhörende, die da für die Eltern in diesem Land sprechen könnten. Dass sie da nicht so scharf drauf sind, kann ich gut verstehen. Weil dann hätte man die offiziellen Eltern da, und an der Stelle wäre es dann manchmal sicherlich sehr, sehr unbequem für sie geworden. Und es wäre dann schwierig gewesen, weiter die Legenden zu bilden über das, was Eltern in diesem Land gut finden oder nicht. Verstehe ich, warum sie sich so bewegen, wie sie sich da bewegen. Eigentlich kann man zu dem, was die FDP hier beantragt hat, nur sagen, lasst es uns machen, und zwar möglichst zügig. Lasst uns in die Anhörung gehen, damit wir schauen können, ob die Details in Ordnung sind, ob handwerklich alles sauber gemacht ist. Da kann immer hier und da was sein. Das wird man in der ersten Lesung noch nicht abschließend beurteilen können. Deswegen hat man die Anhörung. Und dann wird man auch erfahren, ob es Menschen gibt, die bereit sind, sich darauf einzulassen, und wie die sich darauf einlassen würden. Das ist eigentlich überfällig. Und wir haben den Antrag, der diesem Gesetzentwurf vorausgeht, ja schon unglaublich lange im Geschäftsgang. Und, liebe Regierung, da hätten Sie alle Zeit gehabt, etwas tun zu können, um sich hier dieser Blöße nicht aussetzen zu müssen. Aber Sie haben es vorgezogen, Gespräche zu führen, in denen Sie Dinge auf die lange Bank geschoben haben. Und ja, Frau Ravensburg, die Eltern wollen etwas Langfristiges. Die meinten damit aber nicht langfristig bis zum Beginn, sondern langfristig etabliert und langfristig funktionierend, also keine Eintagsfliegen, sondern etwas, was wirklich Bestand haben soll. Geben Sie den Eltern dieser Kinder, die in unseren Kitas sind, eine Chance, das zu machen. Die werden das hinbringen, da bin ich ganz sicher. Wir sollten das auf den Weg bringen. Mehr gibt es an der Stelle nicht zu sagen. Tun Sie es einfach. Danke, Frau Schott. Für die Landesregierung spricht Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Landesregierung teilt die Intention des Antrags der FDP-Landtagsfraktion, Eltern bei der Gestaltung der Kindertagesbetreuung auf Landesebene zu beteiligen. Teilt es insbesondere auch deshalb, weil damit natürlich auch zum Ausdruck kommt, dass zuvörderst Eltern verantwortlich für die Bildung und
Erziehung ihrer Kinder sind und daher auch zentraler Partner der Kindertagesbetreuung. Wenn wir sehen, was wir über die Regelung im HKJGB, also an dieser Stelle im KiföG, erreicht haben, was die Bildung von Elternbeiräten anbelangt in unserem Land, so hat der Evolutionsbericht sehr deutlich gezeigt, dass damit die Bildung von Elternbeiräten in jeder Einrichtung auch vorangetrieben worden ist. Und wenn man eben die Aussagen sowohl der Kita-Leitungen als auch der Elternbeivertretungen hört, sie auch durchaus in der Lage sind, zu sagen, jawohl, wir haben in einer guten Partnerschaft zusammengefunden und wir sind zufrieden auch mit den Anregungen, mit dem Austausch und mit dem Diskurs, den wir uns auf Trägerebene und Einrichtungsebene entsprechend auch erarbeitet haben. Die Frage ist, wie gehen wir weiter um mit der Beteiligung von Eltern bei verschiedenen Fragen, bei Fragen, die uns alle beschäftigen. Es gibt den sehr harten und apodiktischen Weg, den jetzt die FDP vorgeschlagen hat, von dem man dann sagen muss, ja, wenn man in die Umsetzung geht, deswegen bin ich Herrn Merz dankbar für eine etwas differenziertere Betrachtung, weil es darum geht, wie schaffe ich tatsächlich eine Legitimation letztendlich auch zu bekommen. Wir müssten dann zumindest auf der Ebene der Sonderstatusstädte, der kreisfreien Städte und der Landkreise, also das heißt zumindest auf 33 Ebenen erst einmal Beiräte bilden qua Wahl, um aus diesem Bereich heraus, so wie wir es eben auch im Schulbereich eben sehen, dann zu einem Landeselternbeirat zu kommen. Das kann ein richtiger Weg sein. Ich will an der Stelle sagen, ich habe durchaus gute Erfahrungen auch mit der Interessensvertretung gehabt. Beispielsweise in der Stadt Offenbach gibt es seit vielen Jahren einen Stadtelternbeirat auch für die Kindertagesstätten. Gibt es auch in Hanau, gibt es in anderen Städten. Also da muss es gar nicht gebildet werden, die durchaus in der Interessensvertretung der Eltern auch gegenüber der Politik auftreten. Also das ist auch gut. Und das ist auch richtig. Aber ob ich das jetzt ad hoc solche Strukturen schaffen kann, glaube, das müssen wir uns in der Anhörung sehr deutlich erst einmal damit auseinandersetzen, ob das der richtige Weg ist oder ob es nicht in einem zweigleisigen Weg ist, dass man an diesen Strukturen auf der einen Seite arbeitet und auf der anderen Seite die Strukturen, die bereits vorhanden sind, nutzt, um diese Interessensvertretung tatsächlich dann auch mit in die Entscheidungsfindungen mit einfließen zu lassen, ob man nicht an dieser Stelle auf zwei Gleisen an dieser Stelle fährt, das eine nicht aus dem Blick verliert, das andere aber durchaus einbindet. Deswegen unterstützen wir die LAG Kita-Eltern Hessen. Ab dem Jahr 2018 werden wir dieser LAG eine Personalstelle finanzieren für eine Servicestelle, die insbesondere eben den Auftrag hat, Elternbeiräte, die da sind, zu informieren, zu vernetzen, Einrichtungsträger und ortsübergreifende Elternvertretung fördern und auch die Vertretung auf der Landesebene wahrzunehmen. Insofern kann die LAG eine landesweite Elternvertretung, denke ich, ganz gut befördern. Und dann kommt es, und dann werden wir auch sehen, wie das Akzeptanz ist und wie das in die Strukturen hineingepasst werden kann. Insofern ja, der Weg ist richtig, aber wir sollten uns genau überlegen, auf welchem Wege wir dieses umsetzen. Und das hat nichts damit zu tun, dass irgendetwas auf die lange Bank geschoben wird, sondern wir wollen eine vernünftige Struktur haben, in der sich Vertretung dann auch entsprechend widerspiegeln kann. Im Übrigen planen wir seitens der Landesregierung, die LAG Kita-Eltern Hessen an der Gestaltung der Kindertagesbetreuung auf Landesebene zu beteiligen. Und an dieser Stelle sieht man schon, dass uns es an dieser Stelle sehr viel wert ist, diejenigen, die zuvörderst für die Erziehung von Kindern verantwortlich sind, nämlich die Eltern, in diese Entscheidungsprozesse mit einzubinden. Ich bin gespannt auf die Anhörung. Danke, Herr Minister. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Rock das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! An meine Vorredner erst einmal allgemein gesagt, ich finde es sehr positiv, dass ich jetzt noch von keinem gehört habe, dass das Vorhaben, das wir jetzt hier in Form eines Gesetzentwurfs alleine eingebracht haben und der Teil des SPD-Gesetzentwurfs ist, wovor wir aber schon einmal vorgeschaltet auch einen Antrag hatten,
und alle auch mit der LAG gesprochen haben, sozusagen alle sensibilisiert sind für das Thema, finde ich sehr positiv, wie hier auch der Umgang skizziert worden ist. Ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, dass es natürlich schon sinnvoll ist, auf Kreisebene, auf Ebene der Jugendhilfeträger, die Sonderstatusstädte sind uns durchgerutscht, danke für den Hinweis, dass das entscheidend ist. Und darum ist es auch gut, auf der Ebene eine Vertretung zu haben, weil selbst bei Landkreisen, die kreisfreie Städte entsprechend haben, ist eben die Anbindung und die Frage der Fachberatung, die Frage der Genehmigungsgrundlagen für neue Einrichtungen, all die Themen sind natürlich auch Themen, die interessant sind für die Angehörigen, kreisangehörigen Kommunen. Und von daher ist das schon ein konstruktiver Vorschlag, den wir uns schon einmal gleich mit ins Aufgabenheft nehmen werden. Und ich will es noch einmal deutlich machen. Aus unserer Sicht werden wir, und das hat die Debatte und wird die Debatte auch bis zur Landtagswahl zeigen, haben wir alle erkannt, dass der Bereich ein wichtiges Zukunftsthema ist. Und wir werden dauerhaft dieses Thema hier auf der Tagesordnung ganz prominent haben. Und darum ist es aus meiner Sicht notwendig, dass wir eine legitimierte Vertretung der Eltern haben. Warum? In dieser relativ aufwendigen Form, wie wir es vorgeschlagen haben. Dieses Gesetz haben wir uns nicht völlig alleine ausgedacht. Es gibt es sozusagen schon in dem einen oder anderen Bundesland analog, wo es auch nach unseren Informationen vernünftig umsetzbar ist und umgesetzt wird. In den letzten Wochen habe ich mir relativ viele Kindertagesstätten verstreut über das Land angeschaut, weil ich mir fest vorgenommen habe, nie mehr ein Gesetz in dem Bereich zu machen, ohne ausführlich mit den Betroffenen und denen, die es umsetzen sollen, gesprochen zu haben. All das ist natürlich deutlich einfacher, wenn man für die Eltern jemanden hat, der für den großen Teil Hessens auch sprechen kann. Weil es ist unglaublich, wie unterschiedlich die Voraussetzungen für eine gute Kinderbetreuung in den verschiedenen Regionen und Städten unseres Landes ist. Wenn man das nicht selbst gesehen hat, hält man das nicht für möglich. Und man stellt auch fest, wie gut oft vor Ort die vorhandenen Ressourcen optimal ausgenutzt werden. Es wird sehr schwierig sein, das Kindergartenkonzept für ganz Hessen zu haben, sondern es ist sehr heterogen. Und darum ist es auch notwendig, dass wir eine Vertretung haben, die nach Möglichkeit den größten Teil Hessens und dessen Interessens auch abbilden kann. Darum werbe ich noch einmal darum und bin sehr zufrieden, dass wir doch hier so einen konstruktiven Weg gemeinsam beschreiten wollen. Und die ersten Hinweise haben wir uns schon einmal ins Pflichtenheft geschrieben. Vielen Dank. Es liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit können wir die erste Lesung abschließen und den dazugehörigen Antrag und überweisen beides zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den SIA. Dem widerspricht niemand, ist es so beschlossen.